Jo, Leute, und willkommen zurück bei Guild Wars 2 mit Shukan. Und ich will gar nicht lange reden, denn es geht jetzt hier gleich schon irgendwo hier los mit einem Event. Das Event kennen wir noch aus der letzten Folge, bloß diesmal ist auch dieser April-Scherz von ArenaNet weg. Heißt, wir haben also kein Piloten-Outfit mehr. So, geht hier direkt los. So, versuchen wir mal zu killen hier. Das sind da ganz schön viele. Aber es ist so geil, wenn man alles sieht, wie die alle am Brennen sind. Ups, und ich sterbe gleich. Das ist natürlich weniger gut. Aber ich sehe gerade diese Feuerbälle, die ich schmeiße, die treffen ja auch mehrere. Wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Beziehungsweise wusste ich nicht direkt oder bewusst, sagen wir es so. Aber ich liebe einfach diese Events, wo es einfach einen Haufen von Gegnern gibt. Ich liebe es einfach zu looten. Ich bin richtig lootgeil bei dem Spiel geworden. So, kämpft ihr da unten schon? Das finde ich aber nicht nett. Aber es wird euch auch nicht helfen, denn ihr werdet alle verbrennen in mein Fegefeuer. So ist zumindest der Plan. Und ich bin ein Level Up mal wieder. Und der läuft hier mal so ganz entspannt lang. So, ein Dummkopf. So, das Schöne ist immer, bei solchen Massen an Gegnern kriegt man hier immer solche Beutels, die sind zwar auf dem ersten Level noch nicht ganz so viel wert, später aber dann doch schon. So, und ich frage mich, warum die immer hier verwundbar sind. Das ist eigentlich voll unfair. Die können hier durchratzen bis hier oben. Und dann erst können wir sie angreifen, aber egal, wir schaffen es auch so. So, ein paar Spieler sind natürlich auch mit bei. Das macht natürlich dann immer wieder umso mehr Spaß. Was ich aber manchmal nicht mag, dass die Spieler halt schon ewig weit nach unten rennen. Bevor die überhaupt in dem eigentlichen Event drin sind, das ist immer ein bisschen nervig. So, Belohnung für Stufe 9. Wir können es jetzt ausrüsten mit einem Werkzeug. Ich nehme jetzt die... Na, ist eine gute Frage jetzt. Ich nehme einfach jetzt mal die... Achso, wir kriegen sogar alle drei. Sehr schön. Heißt, jetzt können wir auch ersten Bäume und sowas abholzen. Vorne haben wir schon wieder einen und selbst hier ist jetzt wieder praktisch, wenn ich Steuerung drücke, dann kann ich halt die Bäume oder das Erz sehen, was ich abbauen kann. Und da muss ich gleich mal gucken, wie der aktuelle Preis ist, was man dafür kriegt. Es werden zwar bloß ein paar Kupfer sein, so gesehen recht wenig, aber es macht halt dann die Masse. So, verkaufen für 66 Kupfer, also ein halber Silber, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, also ist meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt davon reich wird, wahrscheinlich nicht. Aber so ein bisschen Kleingeld bringt es halt eben doch. Und die Stadt ist übrigens richtig geil. Ich positioniere mich mal eben hier hin. Hat was. So. Und weiter geht's. So, wir machen es mal auf. Hier ist sogar ein Typ, den wir quatschen müssen. Und dann hat er sich versteckt. Wir müssen halt immer anquatschen, um alle Herzen aufzudecken. A soldier is only as good as her training. Our frontline troops need to be the best. So we've set up a fighting pit to test our soldiers against the beasts of the region. Do what you can to help train them. Okay, ja. Das ist so eine Art kleine Arena, in der wir uns beweisen können und müssen und sollten, was auch immer. Ich sehe gerade, ich habe ganz schöne FPS-Einbrüche gerade. 18, what's going on? Warte mal, ich stelle mal meinen Shader kurz ab. Habe ich immerhin 24. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Hintergrund gerade was hochlade. So, hier ist die Arena und eigentlich... hätte jetzt schon ein Feld kommen müssen, wo... ich auswählen kann, gegen wie viele Gegner ich kämpfen muss, will, darf. Das ist merkwürdig. Oder muss man vorher noch irgendwas anderes machen? Oder muss man vorher noch dieses Herzchen machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Was müssen wir da machen? Fangt mit Paenulas Gewehr, Minotauren und Lindwürner für die Kampfgrube und tretet dort gegen Bestien an. Okay, dann machen wir es einfach mal. Ich quatsche mich mal einfach schnell mal hier durch.
Genau, das Gewehr. Da muss ich jetzt Gegner einfangen. Ich weiß noch, damals hatte ich teils immer Probleme mit dem Gewehr, weil es irgendwann nie geklappt hat, die Gegner einzufangen. Ich schaue mal, ob es uns jetzt gelingt. Kann ich jetzt schon mal meinen Shader anmachen? Ja, hier geht's. Merkwürdig, vielleicht ist doch gerade irgendwo Action in der Nähe gewesen. Aber ich finde so ein Char mit so einer, mit so einem Gewehr sieht auch mal richtig cool aus. Aber als Edelmagier passt das natürlich nicht so gut. So, ich muss mal gucken. Ihr habt der Truppe geholfen. Okay, jetzt habe ich sogar schon gefangen, genau. Ich glaube, ich muss es irgendwie los zur Hälfte verwunden. Irgendwie so war das. Weil das Gewehr natürlich absolut schwach ist, wenn man im Vergleich zu das Gewehr eines Kriegers oder gar eines Ingenieurs sieht. So, hier ist auch schon der nächste. Unsere NPC-Kollegen helfen uns natürlich. Zumindest was das Schadenmachen betrifft. So, hier der nächste. Landen war mal ein bisschen harter. Die Attacke war irgendwie scheiße. Man fällt immer so doof auf den Boden hin und dann, ja, liegt man erstmal ein bisschen. So, da hinten der nächste. Er läuft doch hier, geht doch wunderbar. So, dich kriegen wir auch noch, du brauchst gar nicht wegrennen. Schön, dass wir machen den Blutung und dadurch geht der Schadenswert ein bisschen schneller runter. So, wir nehmen als nächstes. Nimm wir dich. Du guckst mir ein bisschen zu böse, du musst jetzt in der Arena kämpfen. Ist eigentlich voll unfair. Bin eigentlich gar kein Fan so von Tiere fangen und dann in Arenen antreten zu lassen. Das gibt's ja auch so oft in der Welt. Oh, jetzt habe ich schon meinen vierten Skill benutzt, indem ich das Tier einfange. Hat damit nicht geklappt gehabt, wenn man es gesehen hatte. Nee, aber was so Tiere betrifft, ich bin eigentlich so Zirkus und Zoos bin ich eigentlich dagegen mittlerweile. Klar, es ist immer ganz cool, man wird unterhalten und ist ja auch eine tolle Leistung, was die manchmal drauf haben. Aber ich denke mir so gerade im Zirkus, ja, die sind eingesperrt in engen Käfigen und ja, werden wahrscheinlich mehr oder weniger gezwungen halt diese Shows zu machen. Das finde ich halt irgendwie echt scheiße. Muss ich nicht sagen, genauso wie in Zoos da. Weil sind da manche Hege bestimmt viel zu klein und die gehören einfach nicht eingesperrt, ist meine Meinung. Ich war zwar auch vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren wieder im Zoo, aber ich weiß nicht, wenn man die Tiere da manchmal sieht, denkt man sich auch nur so, armes Ding, eingesperrt. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber könnt ihr einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr es auch so seht. Also, ich glaube, es gab mal sogar einen Artikel, einen Bericht. Das war nur über einen Zirkus, ich weiß es nicht mehr genau, wo es dann hieß, dass Zirkus und Tiere, oder halt in dem Zirkus, keine Tiere mehr sein sollen. Und das finde ich echt richtig gut. Da bin ich auf jeden Fall dafür. Ich weiß ja nicht mehr, wie gesagt, ob das allgemein war oder halt nur dieser eine Zoo. Naja, sicherlich gibt es halt auch Zoos oder gerade auch, also, was soll ich jetzt sagen? Sicher gibt es auch hier einen Zirkus oder vor allem in Zoos Tiere, die vielleicht wirklich gut behandelt werden von den Pflegern etc., wobei ich es mir beim Zoo eher vorstellen kann. Aber ich finde halt so, die Lebensbedingungen sind halt mal wahrscheinlich nicht ideal für so ein Tier. Meine Meinung. Naja, auf jeden Fall haben wir die Quest jetzt gut geschafft mit meinem Geschlappe hier, Geschnacke. Wir haben noch ein paar Müll. Ah, jetzt kann ich es endlich machen. Und zwar habe ich Ich habe ein Gold. Wieso habe ich ein Gold? Ich müsste doch mehr haben. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert. Beutel mit Lorbeeren. Kann ich mal schnell einsammeln. Ich habe nämlich mir eigentlich dieses Umstylungskit mal geholt gehabt. Aber ich glaube, jetzt habe ich mit meinen. Habe ich das nicht mit meinen Char gemacht? Oder muss ich das. Ah, ich glaube, muss ich noch abholen, kann das sein? Aber wie war denn das? Nee, Briefe habe ich noch nicht. Okay, ich schaue mal schnell mal meinen anderen Charakter nach und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich habe mir nachgeguckt, das hätte ich eigentlich eben gerade schon sehen müssen, aber ich habe dieses Kit noch nicht geholt gehabt, denn ich habe bloß die Edelsteine eingetauscht, die wir brauchen. Macht es natürlich umso besser, bevor ich wieder falsche Taste drücke und damit meine Aufnahme beende. So, komplettes Umstyling-Kit. Das tut so weh, 350 Edelsteine mag vielleicht für manche extrem Pro-Spieler nicht viel sein. Aber für so ein Gelegenheits, was heißt Gelegenheits, für mich als einfacher Spieler ist das halt schon unglaublich viel. Komplettes Umstyling-Kit für 350, Kauf abschließen. Es tut weh. So, jetzt haben wir Post bekommen. Wenn die Messie drin ist. Und dann nutzen wir einfach mal den Rest der Folge. Um uns ein bisschen umzustylen dazu. Positioniere ich mal cool auf dem Felsen hier. Dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ich hoffe, es ist was Gutes dabei. Ich habe zwar vorher schon ein paar Videos mal angeguckt, was es so Neues gibt. Haben mir auch ein paar coole Sachen gefallen, aber ich hoffe, dass die sehen natürlich auch cool bei Mindshare aus. So, wir fangen mal an mit dem Geschlecht. Wollen wir ein männlicher Char bleiben? Ja. Obwohl es auch cool wäre, so eine Art Schamane. Aber, nee, nee. So, ich finde, der Körperbau, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Hatten wir vorher schon gesagt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt so Muskelprotz aussehen, obwohl. Der sieht natürlich auch cool aus. Hier hat er nochmal ein bisschen dickeren Bauch. Und hier ist einfach nochmal ein Stücken extremer. Wo ich nehme mal den, der gefällt mir doch besser. So, ein Fell lasse ich natürlich, ganz klar. Musterfarbe ist Pechschwarz, Tiger Orange, passt alles. Kopfoptionen, da sieht man jetzt schon, hier die sind markiert, sind exklusiv. Da schauen wir erstmal ganz in Ruhe an, was es hier so gibt. Ich muss sagen, erste Frisur sieht auf jeden Fall schon mal awesome aus. Seht euch diese abgefahrene Frisur an. Oh, ich finde die richtig geil. So, die zweite ist so ein bisschen gestylt, auch mit zwei verschiedenen Farben. Sieht auch sehr cool aus. Alter Schwede. Richtig cool. Sieht aus wie so ein Löwe. Passt bloß nicht ganz zu unserem Tiger-Outfit. Aber auch richtig cool. Nummer 4. Alter, was hat er denn da? Da fette Dreads und irgendwelche Klingen auf den Kopf. Übers cool. Passt, finde ich, auch besser mehr. Die Dreads würden cool zum Waldläufer passen, finde ich. So, hier haben wir einen Super Saiyajin. Müssen wir den bloß noch gelb machen? Warte mal. Haben wir ein schönes Zitronengelb. Ich glaube, es ist das gelbeste Gelb ist. Naja, weichgelb. Alter. Super Saiyajin. Alter, wie soll man denn damit rumlaufen? Das ist wirklich praktisch die ganze Mähne einmal nach oben gestylt. Schon cool. So, und dann haben wir noch die hier mit irgendwelchen Stäben noch drin. Das sieht mir auch irgendwie zu abgespaced aus. So, wir haben noch eine schöne Schmalzlocke. Ah, das ist ja nicht unbedingt schlecht, aber dann lieber doch nicht. Ist doch ein bisschen zu strange. So, wir haben ein bisschen was Geflochtenes. Das sieht aus, als ob er zu Besuch bei einem Nornenfriseur wäre. Passt auch nicht ganz. Und zu guter Letzt diese hier. Auch nochmal eine recht einfache mit ein bisschen Schnickschnack drinne. Aber ich glaube, gefällt die echt am besten. Ich finde die total geil. Mal schnell nochmal nachgucken. Also die Super Saiyajin Frisur ist etwas zu wuchtig, oder? Also Helme tragen wird dann doch schon etwas schwieriger, glaube ich. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Also die auf jeden Fall nicht. Die gefällt mir auch nicht ganz, die auch nicht. Die ist mir ein bisschen zu einfach. Ich meine, die fällt auf jeden Fall schon mal recht gut auf. Natürlich, hier unten gibt es auch neue Farben, die ich wählen kann. Blau, lila und so ein Limettenton hauptsächlich. Echt coole Farben. Ich glaube, dieser lila Ton fällt auf jeden Fall schon mal weg. Das sollte klar sein. Und die Farbe, wie sieht denn die ohne Shader aus? Das ist mir schon zu extrem rot. Nachtschatten. Na, Nachtschatten hat immer so ein bisschen Blau mit drin. Ne? Was ist das? Das Schneeweiß? Nee, Schlohweiß, was auch immer ein Schloh ist.
und Firmament. Extrem leuchtend. Das ist einfach nur weiß und Firmament ist einfach nochmal extremst. Firmament ist übrigens auch eine Farbe, die man hier finden kann. Sieht auch extrem geil aus, ist aber leider halt eine ganz seltene Farbe. So, und ich überlege gerade, jetzt entweder dieses schokoladenige Schwarz oder dem Nachtschatten. Oder das normale Schwarz doch besser? Ich weiß es nicht. Sieht schon komisch aus irgendwie. Aber vielleicht doch was anderes, doch die Super Saiyan Frisur. Da verschwinden die Hörner so ein bisschen. Ah, ich kann sogar eine zweite Farbe hier noch auswählen. Konnte man das schon immer? Wusste ich gar nicht. Ah, ist jetzt Frage an euch, ja. Was sieht cooler aus? Die hier oder die hier? Also ich weiß, die Frisur haben viele. Das habe ich schon öfters mal, oder relativ viele, die habe ich schon oft gesehen. Sieht das mit Rüstung aus? Gut, die Rüstung ist eh noch die ganz einfache Rüstung, von daher. Aber mir gefällt halt nicht, dass hier so die einzelnen Strähnen so ein bisschen rausgucken. Oder wir nehmen doch die hier. Oder doch so ein Löwenkopf? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Stopp! Okay, warte mal, jetzt muss ich mal wirklich gucken. Weiter. Ah, ich glaube, ich nehme die hier. Wenn später scheiße aussieht, dann ja, es hat Pech gehabt. Müsste man sich vielleicht nochmal gucken, ob man nochmal so ein Kit holt, aber fürs Erste. Aber von der Farbe her muss ich sagen. So ein krasses Mega-Orange. Sieht ein bisschen zu abgespaced aus. Was gibt's denn hier noch? Kupferton, jetzt wird schon wieder zu extremst. Oder machen wir einen ganz ausgeflippten mit so einem Blauton. Na, lieber nicht. Ich würde ja schon gerne eine von diesen neueren Farben nehmen. Wo ich nehme einfach mal Firmament. Ich meine, ist schon so eine mega seltene Farbe. Warum sollte man die auch nicht auch mal nutzen? So, wir haben einfach mal leuchtende Haare. Ich nehme das jetzt so. Kleidungmäßig kann man noch ein bisschen farblich dann anpassen und zack, Änderung vornehmen. Alter, ist stark. Irgendwie passt auch der Zauberstab mit den Kristallen so ein bisschen. Aber es ist schon sehr ungewohnt, weil ich guck nochmal. Die Folge ist ja eh jetzt so gut wie zu Ende, glaube ich. Nochmal ein bisschen an den Farben, man kann ja hier schon sehen. Aber für den Moment habe ich sogar als Farbe, ist natürlich cool. Einfach mal für einen Moment als alter Schwede. That looks creepy. Okay, ganz so extrem wollen wir es nicht lassen, aber was haben wir denn noch hier? Stierblut, Sahneeis. Ein bisschen Sahne wäre jetzt echt nicht verkehrt. Ich muss sagen, irgendwie. Mal schnell mal meine Kamera ein bisschen näher ranzoomen. Was meint ihr? Ich finde, der hat eigentlich was. Boah, das sah geil aus. Voll in die Kamera rein, aber ich finde. Ich finde den cool. Normalerweise habe ich ja immer total normal aussehende Charaktere. Der ist dann mal ein bisschen freakiger. Und warum nicht? Ist auch mal cool. So, weiter geht's. Beziehungsweise eben nicht, weil die Folge ist zu Ende. Haben wir nicht ganz so viel geschafft, aber wir haben einen
echt crazy aussehenden Char und das gefällt mir, von daher. Nächste Folge geht's dann wieder richtig los. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es euch gefallen hat. Bla Keks, ihr kennt das ja. Von daher, cheerio, bis zum nächsten Mal.